Mahlzeit, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Supermarkt Simulator. So, ich habe ganz schnell nochmal kurz ein Foto gemacht, weil sonst hätte ich nicht gesehen, was ist im Preis gestiegen und gefallen, denn wir haben eine neue Folge und wir müssen erstmal gucken. Da waren vier Sachen. Warte mal. Und zwar haben wir da Toilettenpapier, das Bidet, dann haben wir Pfeffer, Bier, blondes Ale und Bierlager. Okay, da kriegen wir hin. Und die schleppen mir fleißig rin. Mann, das Lager schon halb leer. Wodka ist immer sehr, sehr wenig. Ist das hier das Bidet? Ne, das ist das Dodo. Das ist Bidet. Okay, das wird teurer. Geil! Oh, die kaufen so viel davon. Dann kaufen sie jetzt noch teurer. Dann sind wir bei 16,04 Euro. Hoho! Sehr geil. Katsching! So, Pfeffer. Pfeffer haben wir nicht so viel. Die Mühle. Siehst du, die Holzmühle wird teurer. Wir sind bei 10,97 €. So, gefällt mir das. Dann haben wir Bierblondes Ale von Fest. Das hatten wir letztes Mal günstiger gemacht. Ne, warte mal. Das ist das nicht. Fest Bierblondes Ale. Ist das das hier? 26,58 €. Nee. Dann könnte das noch das hier sein. Hä? Warte mal. Hä, das macht da keinen Sinn. Ach hier, warte mal. Das hier. Jo, jetzt sind wir bei 3,02 Euro. Katsching. Oder Dollar, je nachdem. Ne, macht wie ihr wollt. Hauptsache, ihr werdet damit reich. So, und Bierlager von Techo. Das wird leider günstiger. Das ist das hier. Ne, bevor es schal wird, muss es weg. 4,40 €. 5 Cent pro Flasche ist okay. So, damit hätten wir das schon mal abgefrühstückt. Die Jungs sind fertig, so wie es aussieht. Sehr schön. Sehr schön. Einmal lächeln. Es ist perfekt, dass ihr hier steht. Dann können wir euch nämlich pausieren und dann können wir hier einmal vernünftig Rechnung zahlen. Achso, wir haben übrigens vom Vortag zu heute 600 Miese gemacht. Also wir haben echt Geldverlust und keinen Profit. Ja, weil wir so sehr exorbitant jetzt, na siehst du, da haben wir doch Geldos eben haben. So, wird heute glaube ich nicht besser. Aber warum eigentlich nicht? Wobei, warte mal, die Lagerbestände könnten heute vielleicht ein bisschen besser dastehen, oder? Wir haben ja verkauft wie bescheuert. Dementsprechend muss heute hoffentlich mehr Geld kommen. So. Ich habe die halt immer sehr, sehr gerne voll, die Dinger hier. Muss halt nicht, ne? Aber ich habe den Warenbestand trotzdem immer gerne voll. Falls wirklich mal irgendwas ist oder so. So, aber ist vielleicht gar nicht so schlimm wie beim letzten Mal. Ich glaube, wir kommen hier schneller durch, ne? Durch die Regale. Das ist komplett leer. Ist okay. So, hier fehlt jeweils nur einer und nicht immer drei oder vier. Das macht schon sehr viel aus. Ja, aber die kaufen schon ordentlich. Hier geht immer ordentlich was weg. So, immer Humus. So, davon drei. Oh, von dem Brot ist noch was da. Ich werde ja weich. Kann ich fast ja nicht loben. So, Bleichmörtel. Was zu trinken? Ich sage euch ganz ehrlich, ich hätte keinen Bock mehr, die ganzen Sachen alle selber nachzufüllen im Regal. Bin echt froh, dass wir unsere blauen Lakaien dafür haben. Meine Leute, die kriegen halt auch Geld dafür. Und ich glaube, wir müssen für Wodka nochmal Lagerplatz zuweisen. Der ist irgendwie immer alle. Ich sag ja, die Kunden haben alle ein hartes Alkoholproblem. Und Susu wird immer gefühlt schneller leer. Genauso wie Müsli, das fressen die wie Brot. Dafür lassen wir Brot liegen. Zack. Und hier ist voll, da ein und hier zwei. Schokolade geht komischerweise. Aber wir haben nur eine Sorte Schokolade, ne? Das ist halt ein dreimal Füllstoff. Ein Edel-Etepetete-Laden. So, davon einmal, davon einmal, davon zweimal, davon keinmal. Dann sind wir hier. Klopapier, Klopapier. Das, das, das. 1, 2, 3.
So, das, 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 zweimal, einmal, einmal. Oh, Bier ist da. Okay. Wein und Whisky wird hart weggemacht. So. So. Mal gucken. Vielleicht sind wir diesmal unter 10.000. Na, 8. So, Brot einräumen. Kommt rein, Jungs. Morgen, guten Tag. Hallo, hallo. Ja, na, schöne Pause ihr habt. Sehr schön. Dann ran an den Speck. So, James, geht los. Mach dich bereit. Ich hoffe, du hast deine Schuhe aufgeheizt. Jetzt werden die Finger abgeglüht auf die Registrierkasse, mein Freund. Ja, Leute, ich habe mir schon überlegt. Wir werden jetzt nochmal einen Tag durchziehen, weil wir brauchen Kohle. Hilft ja alles nichts, ne? Ich würde danach einfach mal ein bisschen spielen, dass wir an Geld rankommen. Was haltet ihr dann davon? Na, dann ist dieser Aufnahmeblock jetzt wieder durch. Dann habe ich jetzt wieder mehrere Folgen hintereinander aufgenommen. Und ich würde sagen, eine Runde machen wir noch. Danach. Wie sie hier alle im Gleichschritt rinlatschen. Weil jetzt habe ich so mein Spielrhythmus ein bisschen umgestellt hier mit dem Laden, dass ich so ungefähr auf dem Level bin, dass ich damit zufrieden bin. Ja, jetzt würde ich den Laden noch weiter ausbauen hier. Schauen wir mal. Das Lager wird doch langsam voll. Nö, die Jungs in Blau, die machen ihren Job eigentlich ganz gut. Die Nachtschicht war trotzdem geiler, bloß die hat hier im Lager haufenweise Kuddelmuddel veranstaltet. Fand ich sehr, sehr schade. Sonst wäre die Sache, glaube ich, eine einfachere gewesen. Ja, müssen wir mal gucken. Wir haben schon die ersten Kunden im Laden, das ist schön. Jetzt trudeln sie alle ein. Wenn so ein Bus vor der Haustür anhalten würde und da mal so eine ganze Rentnertruppe rinmarschieren würde, wäre auch cool. So. Und produktpalettentechnisch, da sind wir noch ganz weit weg von dem, was alles noch kommt. Also hier geht so viel. Ich weiß ja nicht, wie lange man jetzt spielen soll. Haben die sich alle Gedanken gemacht, dass sie alle ihren Job kündigen und dann das Spiel spielen? Oder was? Ich habe keine Ahnung. Wie soll man denn das schaffen? Ich meine, wenn man sich jeden Tag 2-3 Stunden ransetzt, dann geht das schon. Aber guck mal, selbst ich habe ja schon über 100 Spielstunden. Das ist ja der Hammer. Und das ist der zweite Spielstand, den ich jetzt mit euch zusammen, ne, der ist ja weiter hochgelevelt wie den anderen, den ich hatte. Und, na mal gucken. Wie gesagt, wir brauchen na so 35.000 für die nächste Ladenerweiterung, hätte ich gerne. Und dann heißt das Möbelrücken. Ich glaube, wir brauchen nämlich Kühlschränke und sowas. Ja, so der Herr, kommen Sie ran. Kaffee, Kuchen, Ketchup und ein bisschen was zum Saubermachen. 32 Cent, bitte gerne. Bären sonst bald wieder. Schöner Anzug. Da ist der Pumper wieder. Junge, du hast ja ins rote Augen, Mann. Du musst mehr atmen bei mir, Wichte drücken. Das ist nicht gut für die Gefäße. Mehl, guck mal hier, der macht nur Kraftfutter. So. Du bist der Vordrängler, mein Freund. So. 1959. Das waren noch Zeiten. Mann, sag ich dir. So. Haben wir. Oh, die Schlange wird länger. Eier und Saft. 10,91. Bitte gerne, danke. Heute wird langsam kalt draußen. Gleich kommt die Dünne wieder ohne Klamotten, sagt ihr. 52. Alter, was? 52,76. Ist jetzt ja auch nicht so viel, was der kauft, oder? Na, kommt da noch mehr hinterher? Nee, das ist alles. 84 glatt. Dankeschön. Mr. Atom auch schon wieder da? Seinen Hunger stillen? Bestimmt. Ganz bestimmt. So, Eier und Milch. Ein bisschen. Oh, ein Eis hätte ich jetzt auch gerne. Hätte ich jetzt richtig Bock drauf auf ein Eis. Ein bisschen Whisky zum Kochen, ne? Ja, in der Kartoffelpüree kommt ihr drin, genau. Und schön auskochen lassen den Alkohol, dass nur das Aroma drin bleibt. Ihr wisst Bescheid. Ne, Thema hatten wir letztes Mal, Alkoholerziehung. Schwierig. Huch. So. So, passt. Sehr schön. Oh, Bier und Pommes. Und ein Hähnchen und Bier und Joghurt und was zum Saubermachen und Whisky auch noch. Meine Güte. 258 Lichter hier auf dem Tresen. Alter.
Was kriegt der? So. Die Dame. Pizza, Bier und Alkohol. Bisschen Cola und was zum Waschen. Schön. Yes. Also, ich kann mir nicht anders vorstellen. Aber Leute, unter euch sind doch hundertprozentig auch welche, die im Einzelhandel arbeiten, oder? Also definitiv. Irgendjemand, der an der Kasse irgendwas abkassiert. Das, was wir hier machen. Habt ihr nicht auch manchmal so eure Gedanken bei dem, was ihr über ein Band zieht bei den Kunden? Hundertprozentig, oder? Das hab ich ja so, ja. Und das ist nur ein Spiel. Das ist noch nicht mehr echt. Also, das kann mir keiner erzählen. Selbst wenn ich in Kofenier, denken die sich manchmal auch, was stimmt denn mit dem nicht? So, was ist hier? 35 Cent. Kannst du haben, kriegst du? Warte, hast du zu viel? Warte, so, machen wir so. Drei, zwei, eins, Erleuchtung. So, passend, Dankeschön. Komm ran, Mädchen, wir haben alles frei. Komm ran, ihr Schneebadband, zack, 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 zack. Ich weiß, du willst da auch weiter, ne? Der Laden ist voll, sehr unangenehm. Wenn sie dir im Nacken atmen, weil sie dir einfach nicht den Freiraum geben, an der Kasse mal kurz Abstand zu halten. Wir kennen das ja alle. Ich bin mittlerweile sehr entspannt beim Inkofen. Ich lasse auch oft ja vor, mir ist egal. Ich fahre immer nach der Arbeit einkaufen auf dem Nachhauseweg. Da habe ich dann eh Zeit quasi. Weil da bin ich so oder so unterwegs. Und dann, ob ich dann nur 5 oder 10 Minuten im Laden bin, das ist mir dann ein bisschen egal. Da, guck, da ist sie wieder. Die, der niemals kalt ist. Mit ohne Sachen. Aber die Weiber haben hier generell alle sehr wenig an, oder? Und die Jungs haben alle einen Anzug. So. Und alle Kurven so Fusel. Ich sag dir, Alkohol, der Teufel. 82, 46. Und so, wir können ja mal eine Wette abschließen, wer alles Alkohol kauft und wer nicht. So, katsching. Also, die beten schon mal nicht. So. Aber ich hab... Oh, Mr. Smith ist in der Haus. Jetzt habe ich gesagt, das kauft keine mehr Fusel, ne? Ist ja wirklich so. Gibt's da ja auch nicht. Und schon in die Einkommen runter. So, hier aber wieder Bier dabei. Ja, warte. Lachsbierlager. Genau, geil. Man kann hier schon gucken. Den habe ich ja nie richtig auf dem Schirm gehabt, dass es jetzt angezeigt wird hier. Suppi. Siehste. Bier. Bier und Eier. Karte, klar. 86, 63. Und hier ist auch wieder Wodka dabei. Na klar, der Klassiker. So. Und hier, Wodka, guck und Klopapier. Für den Suffschiss. Entschuldigung. Shampoo und Brot. Naja. So wie man das mag, je nach Geschmack. Es ist alles. Mr. Atom, da ist er ja. So, kommt er zu uns. Bitte, 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 bitte. Nein. Kein Alkohol. Und passend. Hier ist auch kein Fusel dabei. Der säuft Kaffee, siehst du? So. Sehr schön. Komm ran, Junge, komm ran, Junge. Der mit der Frisur. Der, guck mal, hier ist ein Feinschmecker. Der trinkt den guten Whisky. Coq au vent, ne? Oder so. Zack. Hier gibt's nur Wasser. Wasser, Wasser. Okay, Mann, ich hab Bock auf irgendwie... Mann, ich hab ja noch Bücher und so einen ganzen Quatsch. So eine coolen anderen Lizenzprodukte und hast du nicht gesehen. Also das, was wir haben, ist schon viel, aber die Produktpalette geht ja noch viel, viel weiter. Wir können ja gleich mal gucken, was es denn noch alles so gibt, weil es ist, glaube ich, sehr erschreckend, wie viel da noch kommt, was da alles noch so kommt. Wahnsinn. So, die letzten ihrer Art, oder? Haben wir es dann bald geschafft? Ja. Halt! Bin ja da, Mensch, locker. Mal schön durch die Hose atmen. Dann wird mir jeden mal ein Knopf auf. So. 45 Cent. Bitte gerne, danke, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haust rein. Da ist er noch einer.
und der dreht ab. Pfion, starr angeguckt und dann doch vorbei gepaced. Dankeschön. So, wie sieht's denn hier aus? Hier hinten waren wir schon lange nicht mehr, ne? Aber unsere Blue Man Group, die hält die Ordnung. Das ist recht eng hier. Ich weiß nicht, wie viele sich hier schon eine blaue Hüfte gekloppt haben, dann vorbeilaufen, aber es ist mir real. Hauptsache, die kommen überall lang. Und unsere Einräumer hatten jetzt noch kein Problem, dass sie an irgendwelchen Regalen festgestackt sind. Das fand ich super. Wollen wir die einräumen lassen oder wollen wir einfach hier Sachen machen? Warte mal, ich will die mal jetzt pausieren, dass sie rausrennen. Dann können wir nämlich schon mal die letzten Arbeiten nochmal angucken. Und dann stellen die sich nämlich alle dahin. Dann können wir vorspulen. Und dann, hoffe ich, also ich würde mal ausprobieren, dass die da morgen früh noch da gefesselt dastehen. Dann können wir nämlich schön bestellen und dann geht das. Weil jeden Tag will ich noch durchhauen. Wir müssen kassieren. Hilft alles nicht. Komme, was wolle. So, alle da? Nee. Das ist sehr begehrter Platz. Hier stellen sich immer mehrere hin. Pass mal auf. Guck mal. Zack. Zack. Ist wie die Toilette bei Bud Spencer und Terence Hill, wo sie alle verschwinden und immer mehr rufen. Blub, 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 blub. Sind sie weg. Haben wir alle? Ich glaube, wir haben alle. Gut. James, wir machen Feierabend. So, pack deine Schlüppi. Wir hauen ab. Ey, guck mal hier. Alle haben wir die gefunden. Keiner hat die meckert. 127 Sekunden. Wir haben so ein bisschen Kohle verdient. Geil. Aber 1,5 ist sehr wenig. Warum ist das so wenig? Weil wir so viele Personalkosten haben oder was? Da kommen wir auch in 3000 Jahren nicht auf unsere 30.000. Was ist denn das schon wieder? Der nächste Tag. Soda, Lachs und Bierblondes Ale. Warte mal. So. Okay. Cola, Soda. Cola, Soda. Da waren wir lange nicht. Cola, da. Wird teurer. 4, nee, was? 6 Cent, was? Wie weg? Warte mal, wir machen 4,06 €. Ne, 4 Cent, lohnt ja richtig. Okay. Lachs. Der Nordic Harbor Lachs. Der Fisch aus der Tüte, der wird günstiger. 8,26 €. Und dann haben wir noch Bier, blondes Ale vom Fass. Von Fess. Das hier. Ja, oh, das wird aber doll billig. Da sind wir bei 23,96 €. Fast 3 Euro weniger. Schade eigentlich. Jetzt, wo es so läuft mit dem Alkoholkonsum, da machen wir miese. Ah ja, so, wir zahlen Rechnung und dann müssen wir bestellen. Ding, dong. Nee, wir gucken erstmal nach Lizenzen. Wir haben hier nämlich hier Rinder, Hackfleisch, Schinken, Gebäck, Schinken, Lasagne, Prosciutto, Hühnerbein. Dann haben wir hier Kaffee mit mittlerer Röstung, Soda, 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 hellbrauner Zucker. Ihr hättet ja Bock auf sowas hier. Oder? Sagt mal ehrlich. Grüne Bohnen, Vanille, Eis, Eis, Pizza, Kartoffel, Pops und Gemüse. Was? Gemüsemischung. Sagt doch einfach Mischgemüse. Nee, das hier ist, glaube ich, sehr interessant für mich. Buch, 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 Buch. Parmesan, Käse. Schreirahmen. Was? Ach, Streichrahmen. Pennenudeln, Reis. Noch mehr Reis. Sag mal, hallo? Zuckerrohr. Zuckerrohr. Geil. Eine fette Plantage im Laden. Und Joghurt. Weichspüler. 22.000. Sag mal, habt ihr Lucky gesoffen? Buch, 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 Buch. Ein Buch wäre schön. Weichspüler, Papierhandtuch, Toilettenpapier. Haben wir ja noch nicht genug. Zahnpasta, Kuchen, 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 Chips, Nuss, Nougat-Creme, Soda in Dosen, Soda in Dosen und Wasserflaschen. Ah, Reiniger, Katzenfutter. Aha, Hundefutter. Das ist halt so teuer. Sag mal, seid ihr doof? Warum ist es so teuer? Kuchen, Kuchen, Schokolade. Ah, hier kommt mehr Süßigkeiten. Buch, 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 Buch. Okay, eine Bücherei können wir ohne aufmachen. Und hier kommt noch mehr Bier und Whisky und Wein. Und dann ist zu Ende. Mehr gibt denn nicht. Also ein bisschen was kommt noch, aber irgendwann ist auch Ende im Gelände. Ja. Yeah. Oder danach kommt dann noch mehr. Aber wir sind hier bei 65.000. Ja, yeah, genau. Und dann kostet aber hier die Pulle Wein 8.000 Mark oder was. Okay. Ne, wir wollen einkaufen. Wir müssen nämlich bestellen. So, wir brauchen... Ach Gott. Alle. Nee, voll. So.
Ah, ich hab das Gefühl, es ist sehr viel leer. Oder? Ah, weiß nicht. Das wird ja wieder teuer, Mann. Ich will doch gar nicht durch den Laden und gucken, was da noch fehlt. So richtig viel Umsatz macht. Also, Umsatz ja, aber wir machen nicht viele Winde. Das ist eigentlich sehr schade. Wir hatten vor der Lizenz irgendwie mehr Kohle. Hatte ich das Gefühl irgendwie. Oder? Da ist mehr Geld hängen geblieben. Ist gerade wieder sehr wenig. Und wir haben noch eigentlich sehr viele Kunden. Wir haben sehr viel Kundschaft im Laden. Aber so richtig viel Zaster bleibt da gerade nicht hängen. Warum auch immer. Und ist ja nicht, dass wir zu viel einkaufen und das horten, weil hier geht ja alles weg. Und dann wird ja alles wegsortiert. Ja, schwierig. Und die Warenbestände bleiben ja an sich immer gleich. Also das Lager hier muss voll, ist ja klar. Die Kunden kaufen halt einfach. Aber ich kann es ja nicht teurer machen, da meckern ja alle. Das ist so teuer, ich kann mir das nicht leisten. Und wir sind hier schon in so einer Gutverdienergegend eigentlich. Also, guck mal, beim letzten Mal hat ja auch keiner gemeckert, dass sie irgendwas nicht gefunden haben oder irgendwas zu teuer war. Wir sind ja eigentlich mit unseren Kunden gut dabei. Wir haben ja eigentlich alles. Die meckern nicht, die kaufen gut. Ja. Aber, na, vielleicht liegt es doch an den Personalkosten, aber so dolle. Ich meine, wir können eh einen Räumer können wir ja rausschmeißen, ne? Immer Räumer raus, ist gut für die Lenke. Aber es ist sehr viel voll. Oh, warte mal, vielleicht haben wir doch gar nicht so viel Einkaufskosten. Das wäre natürlich toll. Dann würde ich hart feiern. Ja. Ohne Alkohol. Das sieht gut aus. Brot ist alle, das ist ja klar. Lass mal ihn rausschmeißen hier. Wie war denn das? Shift und F für rausfeuern. Ich glaube, ich habe jetzt zwei halt rausgeschmissen. Wir kaufen. 3000? Ey, so wenig. Ich werde weich. So, Mädels, Abfahrt. Es wird gepackt. Wie viel haben wir noch? 1, 2, 3, 4, 5. Da war eine Zellteilung. Irgendwas war da gerade. Okay, James, wir müssen kassieren. Ich hab Schafe gemacht. Die kommen jetzt drin. Mach dich bereit. Wird wieder ein harter Kampf. Wenn die wirklich gleich mal alle Schlange stehen würden, wäre viel, viel geiler. Okay, vielleicht haben wir diesen Tag, diesen Verkaufstag, so ein bisschen Glück mit den Finanzen, dass wir nicht ganz so schlecht dastehen. Wäre ja ein bisschen begrüßenswert. Aber ey, was die ganzen Lizenzen kosten, ist ja ekelhaft. Warte mal, lass mal, solange noch keiner hier rumeiert, lass mal kicken. Was kosten denn zum Beispiel Wachstums... Ja. Ist richtig. Ja, klar. Musst du haben. 83, ja, 102, 90, 64. Ui. Zeit, dass wir von anderen spielen. So Wahnsinn. Sag mal. Handseife. Konntest du Handseife nicht finden? War zu teuer. Hätte ich gerade richtig gesehen. Warte mal. Nö, ist da. Okay, okay. Na, der Laden rollt, oder? Also, geht schon. Läuft schon. Der Laden brummt. Das ist schön. Wir haben die Kasse nicht besetzt, aber das ist nicht schlimm. Schon echt viel Kundenverkehr hier. Kaufen die alle so wenig? Bin mir da immer nicht so sicher, weil, wie gesagt, wir haben jetzt nicht sehr viele Einkaufskosten gehabt, aber ich habe die auch nicht so lange wegräumen lassen. Vielleicht ist das der Fehler.
So, komm dran, Kasse ist offen. Los, Mädels. Na, siehste, hat sie die Chance gleich genutzt? Gute Frau. So, Bier über den Tisch, Eis. Oh, Eis, ich habe immer noch Bock auf Eis. 164, 56. Vielen Dank. Die Dame? Na, Pizza wäre auch geil. Mann, ich habe Hunger, merke ich gerade. Das ist nicht gut. Komm ran, Mann. Wir ziehen das alles über Band und dann sage ich dir, wie viel du mir gibst. Und dann kriegst du nichts wieder. Tschüss. So, 4,30. Einen schönen Tag. Der Herr, hallo. Spider-Man-Reiniger, so 1, 2, 3. Also die olle Pulle hat jetzt bei mir irgendwie den Spider-Man-Stempel weg. Ich weiß nicht warum, da ist eigentlich eine Mücke drauf, aber Pech gehabt. Ja, wir müssen uns dann mal Gedanken machen, wenn wir hier den Laden wirklich erweitern. Ob wir dann noch mehr Kassen brauchen. Also eine Selbstbedienerkasse würde ich glaube ich noch nehmen, oder? Können wir dann alles ein bisschen umstrukturieren, die ganze Geschichte hier. Und da läuft die Sache. Mr. Smith hat was gekauft. So, wir machen das einfach anteilnahmelos. Lassen wir einfach durchflutschen hier, ne? Die Agenten aus der Matrix. Das sind doch mal zwei Gentlemen, oder, gute Dame? Da kann man doch ruhig mal Danke sagen. Haben sie gut gemacht, ne? Die haben eine gute Kinderstube genossen. Sehr gut. Bestimmt auch vom Großvater gelernt, wie man umgeht mit solchen Situationen. So. Siehste wohl. 9,77 kriegste? Gerne doch. Huch, so. Und du, ist dir kalt? Ja. Mach wie die anderen, trink Alkohol, dann wird dir wärmer. Also wie Frostschutzmittel. 35,27. Aber so richtig bedenken, dass wir irgendwie so einen Engpass an irgendwelchen Waren haben, habe ich Gott sei Dank nicht. Also die Befüller, die schaffen das. Ich habe jetzt zwei rausgeschmissen und das läuft trotzdem einigermaßen. Toi, toi, toi. Aber vielleicht müssen wir die wieder einstellen. Aber wenn wir Personalkosten sparen, können wir auch jetzt nicht so schlecht. Weil wir haben halt ein Ziel. Ne, Mädchen? Wir brauchen 35.000, hat gesagt. Schäm dich nicht, du bist so ein Mädchen. Guck dann immer nach unten. Oder haben wir da Mist an der Kasse? Müssen wir gleich mal gucken. Das wäre ja doll. 32 zurück. Gerne. Komm, wir gucken mal. Da ist doch nichts. Ist doch sauber, Mann. So. Der laufende Karton. Düt, düt, düt. Hä? Wieder eine Zeitschleife. Die ist gerade rausgegangen. Jetzt ist sie wieder da. So, passend. Geil. Klopapier und alles, was das Herz begehrt. Düt, 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 düt. 4, 3, 2, 1, Erleuchtung. So, jetzt kann ich auch dein Geld zählen. Brauche ich nicht. Passt. Dankeschön. Nur die harten Sachen. Wein und Whisky. Krass. Ist stark alkohollastig. Tut mir leid, aber ich achte da irgendwie gerade komischerweise drauf. Ja. Entschuldigung. So, die hat die Dings gekauft hier. Sushi. Ich musste... bin durch. Ich kann hier keine Zahlen mehr sehen. An der Kasse. James, ich weiß, warum du nicht sprichst. Das macht einem fertig. Ach, richtig geil. Alter, richtig schön. Der Mann, der weiß, was Ordnung ist. Also so akkurat auf dem Band hatte ich die ja noch nie. Und passend auch noch mit Plaste. 2,46 drückt er hier ab. Alter Verwalter. Das ist immer der Kunde des Tages. So, 55, 51. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Vorsicht, Mädchen, der hat hier einen Karton. Der guckt nicht, der rennt einfach gegen. Du musst aufpassen. Na, der haut dich weg. 2, 2, 2, 6, 7. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ach, da kommt ja noch mehr. So, was haben wir hier? Passend. Super geil. Und schnell alle abfertigen. Oh, das ist auch wieder viel. Guck mal, auch wieder fast 200. Alter. Also die drücken ordentlich Moneten ab hier, das passt schon. Wir haben wieder einen sehr wirtschaftsstarken Tag heute erwischt. So. Und die stehen Schlange und foldet Band und noch mehr. Komm, und Klopapier auch noch. Ach, Pakete. Na, schade leider nicht. Mit der Karte 130,15. Bitte, danke, der Herr. Auf Wiedersehen. So, einmal Müsli, kein Problem. 6,34.
So, 1,25. Zack. Ist schon wieder lange nach 9. Mann, Mr. Atom, komm her, Junge. Was gibt's denn heute bei dir zu essen? Hm, lecker bleich. 94. Wir machen heute mal ordentlich. Zack. So. Bitte Karte. 157. Also wie der Typ, der da gerade auf Band gepackt hat, ne? Seine Artikel, die waren ja alle richtig geil. Hat mich gefreut. Ey, wir haben Level Up. 65. Cool. Ja, auf jeden Fall noch eine Selbstbedienerkasse. Und dann müssen wir mal... Na, vielleicht, wenn wir auch die Regale neu anordnen. Jetzt haben wir ein bisschen Platz, weil wird sich ja noch ein bisschen was dazu gesellen zu den einzelnen Produkten. Umräumen ist halt schwierig. Da müssen wir halt vorher die Blue Man Group rausschmeißen, sonst... fummeln die uns halt hart, mangt den Kartons rum. Das ist dann nicht so praktisch. So. Manchmal habe ich schon überlegt, die Produkte nochmal richtig teuer zu machen, aber dann kauft die keiner. Das bringt ja unnischt. So. Aber an der Kasse macht schon Spaß. Ne? Wenn man so nichts macht, ist nicht so geil, aber an der Kasse, dahin die Tage richtig rum, richtig weg. Ist schon lange nach 9 und hier passieren immer noch so Dinge. Ja. So ist das im Späti, da machst du nichts. Also manchmal fühle ich mich hier wirklich so. So bist der Atom, hat nochmal Nachthunger gekriegt, der ist nochmal da. Auch richtig geil, oder? Wenn der Chef hier auf dem Band steht. So, was ist hier los? Für den kleinen Hunger zwischendurch. Die Holzmühle frisst du mit auf, oder was? Ich glaube schon. So. Zack, 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 zack. Und tschüss, bis nachher. So, haben wir. Bist du der Letzte? Ja, ich denke, hoffe. Hier ist keiner mehr. Boah, schreck mich nicht. Bin der Chef, macht das nicht. So, okay. James, wir haben die Schaft. Der Ansturm ist vorbei. Wenn ich in Lager gucke, wird mir schlecht. Na, wobei geht eigentlich. Der Lagerbestand ist halbwegs okay. Gut. Dann solltet das für heute gewesen sein. Freunde, ihr seid erlöst von der ja, anstrengenden Yelch. Ach Gott. Haben sie dich als Einzelnen zurückgelassen? Ach du armer Teufel. Ja, nee, pass auf. Ich werde jetzt vor der nächsten Aufnahme ein bisschen versuchen, an Geld ranzukommen. Wir haben gerade 27.000. Der Tag war ja nicht so schlecht. Die nächste Ladenerweiterung kostet 31.000 paar zerquetschte, glaube ich. Oder glatt 31.000, keine Ahnung. Da wir einen leichten Finanzpuffer haben, wollen, brauchen, Sachen machen, tun müssen, würde ich auf 35.000, 40.000 hochgehen und dann können wir da die nächste Ladenerweiterung holen und vielleicht räumen wir ein bisschen um. Wäre ganz cool, dass wir wieder so einen schönen Übersichtbereich haben, wo wir alles einsehen können. Ja, okay, also ich werde jetzt zwischen den Folgen nochmal ein bisschen an Kohle rankommen, ein bisschen spielen und dann sehen wir uns wieder. Ich sag bis hierhin vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht den Quatsch und reinhauen.